Steigen die Preise, stöhnen die Kunden. Und in Kiel ganz besonders. Es geht um Energiekosten. Wer von den Stadtwerken dort mit Fernwärme versorgt wird, muss künftig ordentlich ran. Von bis zu doppelt so hohen Rechnungen wie bisher ist die Rede. Viele Verbraucher, die kämpfen jetzt dagegen, denn im Gegensatz zu Strom- und Gaskunden haben sie keine Möglichkeit, den Anbieter mal ebenso zu wechseln. Hinter alten Farbeimern steht die Heizung von Thomas Lehmann. Fernwärme sorgt für angenehme Temperaturen. Öl- oder Gasbrenner gibt es in dem Neubaugebiet nicht. Sorgenfrei sollte die Wärme die Niedrigenergiehäuser heizen, so dachten er und seine Nachbarn, bis jetzt der Kieler Wärmeversorger die Preise drastisch angehoben hat. Wenn wir das an unserem Haus konkret festmachen, haben wir bisher Heizkosten gehabt nach dem alten Preismodell der Stadtwerke von ungefähr 800 Euro. Und mit dem neuen Preismodell, was sie für Bestandskunden etwas abmildern, haben wir dann Kosten von ungefähr 1200 bis 1250 Euro. Ein Plus von etwa 50% und die weitere Verteuerung der einst sehr günstigen Fernwärme ist möglich. Der Aufruhr unter den Häuslebauern ist groß, denn wie viele andere Fernwärmelieferanten in Deutschland haben die Kieler Stadtwerke das örtliche Monopol. Ein Anbieterwechsel wie bei Strom oder Gas ist nicht möglich. Abgezockt, was sonst? Ganz klar, Monopolstellung ausgenutzt. Nach und nach werden sich alle 71.000 Kieler Fernwärmehaushalte auf höhere Preise einstellen müssen. Die Wärme entsteht als Abfallprodukt der Stromerzeugung. Die Anlagen wurden bislang vor allem über den Strompreis finanziert. Doch weil die Stromerzeuger an der Börse immer weniger für ihre Energie bekommen, reichen die Einnahmen nicht mehr aus. Es ist so, dass wir in den letzten Jahren massive Verluste in der Erzeugung geschrieben haben und in der Fernwärmeversorgung und dieses jetzt so weiter nicht tragen können und deswegen die Preise erhöhen müssen. Das trifft die Kieler, die auf immer neuen Veranstaltungen ihren Unmut Luft machen und dem Versorger inzwischen einige Änderungen abtrotzen konnten. Gut möglich aber, dass sich die Kieler Verhältnisse bald in vielen der knapp 15 Millionen deutschen Fernwärmehaushalte wiederholen. Es könnte schon ein Vorbote sein, weil Energieversorger in der Vergangenheit ja mit Strom sehr viel mehr Geld verdient haben. Das ist jetzt kaum noch möglich. Und dann müssen die Gewinne anderswo eingefahren werden. Und das geht jetzt insbesondere hier in Kiel zulasten der Fernwärmekunden. Die erhebliche Verteuerung der Fernwärme hat zu tun mit der Energiewende. Mit dem Strom aus Kraftwerken verdienen die Erzeuger immer weniger Geld. Hinzu kommt sinkender Wärmeverbrauch durch immer besser isolierte Häuser. Solche Anlagen aber müssen groß genug sein, auch für Verbrauchsspitzen in eiskalten Winternächten. Wir müssen ja Erzeugungsanlagen und Leitungsanlagen vorhalten. Das sind Fixkosten, die anfallen, unabhängig davon, wie viel Wärme verbraucht wird. Und es ist klar, wenn weniger Wärmeabsatz da ist, sinken unsere Erlöse und dann muss letztendlich das, was an Kosten da ist, eben anderweitig wieder realisiert werden. Kurios, Bauherren wie Thomas Lehmann zahlen also mehr, weil sie Energie sparen. Es ist schwer nachvollziehbar, wieso man für den Aufwand, den man betreibt, ein Niedrigenergiehaus zu erstellen, zu bauen und die Kosten, die damit verbunden sind, dann auch noch vom Energieversorger bestraft wird dafür, dass man wenig Energie abnimmt. Die Lehmanns denken darüber nach, sich von der Fernwärme abzukoppeln. Wenn viele diesem Beispiel folgen, dürfte die Fernwärme für den Rest noch teurer werden.